So, wunderbar, es hat alles geklappt. Sehr schön, das Pokémon Resort ist noch nicht fertig ausgebaut, aber die beiden Pokémon sind wieder dabei. Alles klar, alles schön. Und jetzt muss ich halt, glaube ich, bloß noch 75 Pokémon in meiner Box haben, um die letzten beiden Stufen zu kriegen. Richtig nice. Aber jetzt hole ich mir erstmal neue Flottbälle. Dafür muss ich zu Route 8. Oh Gott, wo war die denn nochmal? Route 13, hier ist... Ach, oh Gott, wir sind ja bald durch, ey. Voll geil. Hier ist der... Hier ist dieser Eisberg. Da kommen wir da gar nicht hin, weil es dicht ist. Obwohl, ach nee, ach ja, siehst du, weil da noch dran erarbeitet wird. Oh Mann. Na gut, dann muss ich wohl, doch zur anderen Insel. Moment. Wie komme ich da? Klick rauf hier. Nein, nicht zur ersten. So, das war... Nein, nicht da ein. So, hier, wo ist Route 8? Wo ist sie denn? Hier ist Route 1. Hups, einmal zu weit, sorry. So. Also, das ist Route 7. Ja, wir kommen der Sache näher. Hier ist Route 8, alles klar. Ganz schnell mal hinfliegen. Flottbälle sind immer geil. Warum nicht die Chance einmalig ausnutzen? Yeah! Tschüss, Lurak. Ich meine, bis gleich, Lurak. So. Und ob ich nochmal schnell zu diesem komischen Typen da gehe? Mit den Fossilien? Weil wir haben ja zwei. Vielleicht kann ich... Warte mal, der hatte die nicht. Dann war der da daneben, glaube ich. So, Alter, ist das teuer. Aber die Dinger sind saugeil. Einfach mal 12. So. Ich lieb diesen Ball. Der macht alles mega schnell und ist so prall. Oh, aber doch hier nochmal im Dschungel. Oh, ich hätte ja diesen Pilz. Diese Pilz-Pokémon, diese neuen, hätte ich auch sehr gerne. Aber ich weiß nicht. So, erstmal mit dem Yalo. Was ist denn los? Willkommen, Mann! Hast du ein Fossil? Ja! Verwandle es mal zurück. Das Panzerfossil, bitte. Überlass es mir. Ich mache aus diesem Panzerfossil wieder ein Pokémon. Ja, aber wie denn? Was haben sie in ihrem Wohnwagen da drinne? Etwa ein Labor? So, danke, Mann. Das ist nun wieder so ein Pokémon geworden. Hier ist dein Schilderus. Sei bitte immer gut zu ihm. Yeah, Schilderus erhalten. Geil. Sehr cool, oder? Einfach mal so zwei neue Pokémon. Oh, das sieht aus. Zing, zing. Geil. Registriert. So, man nimmt an, dass es dank seines gepanzerten Gesichts kaum Feinde hatte. Es lebte vor Urzeiten im Dschungel. Na klar. Kitsching. Das ist so ein Ching-Ching-Geräusch. Spitzname? Nö. Und bitte auf die Box. So, dann habe ich noch ein zweites. Das Federfossil müsste ein Archäopteryx sein oder so. Irgendwann wird es hier nur so von Pokémon aus längst vergangenen Zeiten wimmeln. Das ist der Traum mit der Traumfarm. Ja. Du hast noch eins? Du bist ja krank, Mann. Überlass das mir. So, ich habe bloß noch eins, deswegen. Das müsste. Ach ja, Archäopteryx. Okay. Hier ist dein Flapterix. Okay, so heißt es. Bitte sehr gut zu ihm. Flapterix erhalten. Oh nein, er kommt nicht aus Gallien. So. Das ist auch ein cooles Pokémon. Aber ich mochte den Konterpart dazu. Die Schildkröte mochte ich lieber. Die Wassersteinschildkröte. Es kann fliegen. Seine Beute fängt es, indem es von hohen Bäumen gleitet. Ja, aber das ist ja ein super Pokédex-Eintrag. Es kann fliegen. Sollte man den Platz nicht für Sachen nutzen, die man eventuell nicht von selber ahnen könnte in so einem Informations-Pokédex? Mann, Mann, Mann. Eine Helden sind das. Aber okay. So. Und ich fliege jetzt wieder zurück. Und wisst ihr was, ich würde gerne nochmal, weil ich habe hier halt echt was verpasst. Mehrere Sachen, ich fliege nochmal hier hin. Geht ja alles schön schnell. Zwei Zyngardezellen will ich mir noch holen. Richtig schnell. Und dann geht's aber auch weiter. Ich weiß ja dank euch, wo die sind. So, oder dann, let's go! Und zwar hier bei dem, genau hier. Vollkommen übersehen. So, und dann noch einen auf der Route. Yeah. Von Arm lang sprinten. Yo. Und hier irgendwo war... Nee, da nicht. Hinter irgendeinem Trainer war noch eine. Da, genau. Yeah. Alles klar, das war's schon. Jetzt wieder zurück fliegen. Glurak-Flieger. So. Und zwar...
Das ist. Genau, hier wollte ich hin. Da. Jetzt bin ich mal gespannt auf ein neues Pokémobil. Ob das gleich der Typ ist, der in einem sehr auffälligen Outfit rumrennt. Ich bin auch gespannt, wie das Hauptquartier von Pokémon Skull aussieht. Da krillt's mich auch in den Fingern. Den komischen Anführer, ey, und Fran, Vorstand. Ob es noch einen anderen Vorstand gibt? Bestimmt nicht, sonst hätten wir dem schon auch schon mal getroffen. Aber wir werden mal sehen. So, die Items ohnehin gegen uns kämpfen. Hab bestimmt auch wieder übelste Z-Fähigkeiten-Pokémon. Das war so klar, dass er gleich hier ist. Na, Typi? Sie sind doch hier der extravagante Oberschnösel. Ich meine, hallo, ich bin Marcel, der Neue. Ach du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich heute regelrecht die Klinke in die Hand. Oh mein, Astor! Hey, warte mal, den kennt man doch auch, oder? Aber es ist ja auch nicht weiter wichtig. Ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon mal hier bist? Kannst du erraten, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Kopf, Zahl, wieder noch. Also, Zahl, Kopf ist 50-50 und weder noch ist sehr unwahrscheinlich. Ich mach mal einfach wieder noch, weil du bestimmt da keine Münze wirfst. Der, warte mal, wartet nicht. Kennt man den nicht auch? Wartet nicht irgendwie auch so ein Top-4-Typ? So, ja, weder noch, Mann. Okay, jetzt ist natürlich scheiße. Jetzt ist eigentlich klar, dass es. Ich hab dich verarscht. Wow. Und das, obwohl ich geplant hatte, die Münze von einem der am Himmel kreisenden Panzer Eron stibitzen zu lassen. Ja, du hast gewonnen. Achso, Also nun dafür sorge ich nun, dass du per Pokémobilfunk Tohaido herbeirufen kannst. Spring ein bisschen gleich auf und mach dich mit ihm vertraut. Genau, das war doch der Unlichttyp, oder? Aus Schwarz-Weiß? Pokémon Schwarz-Weiß? Tschüss, Mann. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber ich gebe dir da trotzdem noch einen Tipp. Drückst du den B-Knopf, während du auf Tohaido reitest, kannst du mit der Tohaido-Düse Myelus-Felsen zerballern, die dir den Weg versperren. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte, am Ende von Route 16 liegt die Stadt Po. Dort treibt gerade im Sky sein Unwesen. Solltest du also dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Wie der aussieht. Aber danke, Mann. So, wer sind Sie denn? Oh, dieser fein angezogene Herr war früher offenbar mal ein angesehener Trainer in der Einallregion. Sag ich doch. So, kann ich mir eigentlich hier aussuchen, wen ich nehme? Möchtest du Pokémon benutzen? Ja. Okay, er nimmt da aber automatisch Lapras. So, Alter, Tohaido-Düse, Alter, ist richtig geil. Yeah, Alter. Mit dem Tohaido. Boah, das ist geil. Achtung, Alter, bam. Tohaido. Schon mit der Nase voraus. Da kommt der eben alles wieder neu, muss ich gar nicht so gründlich machen. Boah, wie schnell Tohaido ist. Hui. Okay, schön auf Trainer achten. Dass ich auch alle platt mache. Oh, von Kassus voll gefahren. Und da kommt jetzt erstmal ein Encounter-Pokémon. Wow. Ein Finneon war eingesperrt in den Felsen. Das hab ich schon. Silvaro dreht sich um. Ach, haben wir schon? Okay. Dann Flucht. Muss ich eigentlich immer angeln, um die neuen seltenen Pokémon zu kriegen? Oder die neuen allgemein? Vielleicht wird dann mal. Neue Wasser-Pokémon oder nicht? Ja, okay, Knirrfisch ist ja cool, aber das ist natürlich auch doof. So, wait. Ich glaube, das hier ist komplett alles Route 15, oder? Kann das sein? Und dann haben wir gleich Route 16, kommen wir gleich wieder raus. Wow. Finneon. Das will doch keiner. So, ich muss auch noch auf die Mittelinsel, da war noch eine kleine Insel in der Mitte. Da gehe ich auch noch hin. Du bist ein Comment, oh yeah. Auf jeden Fall muss ich mir keine Sorgen um Akku machen, wenn es erstmal ein Dornarion ist. Weil mit dem EP-Teiler wird so krass trainieren und sehr schnell wieder Level-Niveau erreichen. Ich mache im Kampf viel von Wassergebrauch. Wird ein nasser Spaß, was du drauf gefasst. Nasser Spaß? Das gerade von Ihnen zu hören, Zahl? Schwimmer Nestor fordert dich heraus. Nestor, dam, bam. Boah, Tentoxa. Sieht voll klein aus. Vor allem, wenn der Typ daneben steht. Warum ist Tentoxa denn so little, Mann? Ich mach Rasierblatt und deswegen ist Schachmatt. Obwohl, nee, ist ja Gift, ne? Ist ja neutral jetzt hier. Verdammter Mist, Mann. Gift-Hieb. Boah.
Ha, mein Geisttyp neutralisiert das ein bisschen. Dunkelklaue. Zack. Und tschüss. Tentoxa geht down. Frobi, Level 21. Zauberblatt, warum denn nicht, Mann? Ach komm, Turbodreher, wer braucht denn das? Turbodreher. Ist doch nur für Stage Hazards. Wegzuballern, braucht man nicht. So viel Wasser wollte ich gar nicht schlucken. Muss ausspucken. So. Waren jetzt alle Trainer auf der Route? Ich weiß gar nicht. So. Okay, gleich wieder nach Zellen Ausschau halten, dass ich nicht wieder verpasse. Das ist immer gar nicht gut. So, aha, hier haben wir noch jemand. Und ich müsste aber auch mal hier Pokémon wieder wechseln. Das ist so krass. Jawohl, alle sind jetzt schon so krass auf so einem Level, ey. Richtig geil. Aber Pampos ist cool, ups. Ich habe immer noch vergessen, dass man jetzt anders die Pokémon hier im Menü tauscht. Ups. So, Pampros, mein Pferdchen, mein Stutemann. Hallo. Oh, da liegt eine TM da hinten. Hey, zeigt euch meine Pokémon, auf in den Kampf. Meine Pokémon, du hast das bloß eins. Puh, S-Trainer Lara. Boah, drei Stück sogar. S-Trainerin Lara, ein Vulpix. Oh, das Alola-Vulpix. Voll geil, voll aus Eis. Das wird platt gemacht. Entwickelt sich Lola eigentlich hier... Lola. Entwickelt sich Vulpix eigentlich immer noch mit dem Feuerstein? Rambos. Und das ist platt, das Vieh, ey. Alter, voll super Effekte. Weiter so. Frobi, Level 22. Oh, ein Apollo. Aha. So, da bist du jetzt eigentlich überhaupt nichts liegen. Also, tot. Komm, Fußstrahl. Verwirrt, Mann. Aber komm schon, Pampros, du bist doch richtig stark. Ja! Mach es, platt. Das ist eigentlich ein Geist. Ich dürfte ja nicht passieren, egal. Level 44. Oh, Laubklinge, ernsthaft? Geil. Rasierblatt, tschüss. Laubklinge erlernt, voll geil. Schöne starke Pflanzenattacke. Finion und Frobi. Knuddeluff, das wird weggekickt. Doppelkick. Oh, Knuddeluff. Was für ein fröhliches Pokémon. Doppelkick ist genau in seinen Bubblebauch. Aber sei nicht verwirrt. Pampos, ja! Oh, der Feentyp resistiert so ein bisschen. Schambolzen. Pampos hat sich verliebt. Verdammt, dann tritt erstmal voll aus. Oh Gott, ey. Wenn ich jetzt Rambos mache, ist ich trotzdem down. Das ist das Ballon-Pokémon-Knuddeluff. Das liegt nichts. Rambos. Rambos ist nicht mehr verwirrt, aber dafür verliebt. Oh, oh. Das macht es trotzdem platt, Alter. Und auch sehr effektiv durch den Feentyp. Knuddel! Ja, immer wieder zurück zu deiner komischen Gilde, Mann. So. Frobi. 24. Oh, meine Kleine. Zurück in die Pokewelle. Damit hat sie nicht gerechnet. So, sind das jetzt alle hier? Ich guck gleich nochmal hier im Gras. Auf der Insel kann ich mir vorstellen, dass es hier noch besondere Pokémon gibt. Stromstoß! Boah. Geil. Obwohl, ich höre ja eins halt nur wieder ein Pelipper. Vielleicht gibt es auch nur Pelippas. Ah, nee, warte mal. Auf dem Schneeberg wird es die ganzen Eis-Pokémon geben. Das neue Sandan, das neue Vulpix und so. Also, ein Flagmon? Das haben wir noch nicht. Das wäre uns neu. Okay, ich mach einfach mal Flottball. Würd ich sagen, oder nicht? Flottball. Komm, Flagmon, du bist so langsam. Du kannst doch gar nicht reagieren, um aus dem Pokéball rauszukommen. Das geht doch gar nicht. Sehr schön. Einfach wieder ein Pokémon für die Box und für den Dex. Für die Dex und Box. Level 43. Übel. Und der Angriff ist so hart, ey. Dumm. La 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 la.
Blackmon! Ein Pokédex-Eintrag absolviert. So, mal gucken, wie jetzt der lustige Pokédex wieder aussieht. Oh, was? Du hast 100 Pokémon registriert? Hat er gerade gesagt? Geil. In Alola bereiten viele Familien Fleckmon-Routen zu, indem sie diese zuerst trocknen und dann in Salzwasser kochen. Okay, es geht nicht ums Pokémon, sondern nur um den Delikatessen-Schwanz, okay. Was? Ja, essen. So. Lass mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz gucken. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Also für euch jetzt hier so. Pokédex haben wir echt 100 Stück. Guck mal, 30% gerade mal. Oh Gott. 90 haben wir, 90 Pokémon gefangen. Ja, denn, okay, hä, 100? Was meinst du denn gerade mit 100? Egal, ich gucke nochmal hier auf meinen Trainerpass. Guck ihn euch an, Alter. Nee, doch, wir haben 90 Pokémon. Bald haben wir 100. Ja, wie lange wir schon zocken, ey? Oder wie, was habe ich hier jetzt für... Okay. Alter, was zur Hölle? Das sind gerade mal echt 2 Prüfungen. Und, aber, dritte, vierte Prüfung? Inselkönig natürlich. Und was mit den anderen 10 Seiten? Mal gucken, was da passiert noch. Okay, dann will ich hier noch ein bisschen mehr weiter gucken, ne? Vielleicht gibt es hier noch mehr her. Mehr geile Pokémon. Neben Fleckmon. Dam, bam, bam, bam. Nee, nur wieder Pelipa. Pampros, flieh vor ihm. Pampros ist ein Niesel. Oh, es regnet. Also, das ganze schöne Wetter versaut. Tschüss. Dim, 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 dim. Vor lauter Tatendrang bist du entkommen. Nee, okay, ich habe jetzt nur gedacht, irgendwie wegen Woolpix oder sowas, aber nee, die wird es erst später geben. So, Torhylo, diese. Wir haben auch schon fast alle VMs, ey. Wow. So, ihr seht, ne? Es wird da hinten noch Trainer sein. Oh mein Gott, jetzt kommt schon wieder ein Tentaram. Oder noch ein Finion. Es ist Tentaram. Los, Pampros, du schaffst das. Und zwar einen Flottwalz werfen. Weil das ist der echte Dumme. Ein Tentox hat man Level 30. Kann man das auch wieder einfach mitnehmen? Ein Level machen? Oder mit einem Sonderbonbon am besten? Und dann hat man einen Tentoxer. Lam, bam, bam. Yeah! Nach einer Zeit. Ein Tentara gefangen. So, lala. Jetzt ist aber irgendwie echt voran, ey. Wir fangen an dauernd Pokémon, wir entwickeln voll viel. Finion Level 22. Aqua Wave, klar. Aquawelle ist doch cool, mach Anziehung dafür weg. Aquawelle. Tentara. Yeah, da war schon Tentoxa. Gerade erst gesehen. Schau dir an die Pokémon, die du gefangen hast, Mann. Es treibt durch seichte Gewässer in der Nähe von Stränden. Durch seine Tentakel verursachte Verletzungen müssen sofort untersucht werden. Na klar. Weil es natürlich so eine komische Würfelqualle ist natürlich, ne? So gefährliche Viecher. Deswegen erstmal auf die Box. So, hier in den Ecken noch irgendwas. So, hier haben wir noch eine kleine Insel. Für Leute wieder chillen. Oh Gott, die machen ja Sport. Ah, ein Item-Dödel-Dedum. Ein Tauchball. Da liegt bestimmt immer noch eine Zelle rum, oder? Nee, aber ein Tipps für Trainerschild. Auf den Bäreninseln im Pokémon-Resort kannst du aufgelesene Bären anpflanzen. Oh ja, das habe ich auch schon sehr oft gemacht, Leute. Ich habe ganz viele Bären. So, was soll's, jetzt seid ihr Duo-Catchen oder was? Hallo? Hey, seht ihr mich nicht? Ein Duo-Battle. Könnte schon mal vorkommen, dass ein Goofa oder ein Corazon im Wasser nach einem schnappt. 73, 74, 75. Alter, so viel schaffe ich ja nicht. Alter, Schwimmpaar Chris und Howard fordern uns heraus. Schön im Leck-Modus. Mal wieder. Dam, bam, dadam, bam. Wie die mir erst dastehen. Oh, Enteron. Alter, Enteron und Lamus. Das wird eklig. Los! Alter, das wird geil, Mann. Wieder unser cooles Team. So, aber ich bin jetzt kein Flug-Pokémon mehr. Hier muss ich aufpassen. Wolke 7 von Enteron wirft. So. Du machst erstmal einen ordentlichen Pferdekuss. Wie viel wird so ein Enteron wiegen, Mann? Nee, ich mach Pferdekuss. Pferdekuss. Auf Enterus. Was? So, Laubklinge auf Lamus. Obwohl, Lamus ist Wasser-Psycho, ne? Aber...
Man könnte sich eventuell gegenseitig aushebeln. Na egal. Schön schwächen. Laubklinge! Oh, ist er doch. Oh, ist er doch super effektiv. Geil. Ich habe gesagt, geil. Und wie ist der Warum mal umdreht? Geil. Hm, war? Ja, geil. Alter, die Erfahrungspunkte, Mann! Meine Pokémon lieben mich halt einfach. Frubi. Frubi will Taumeltanz. Warum denn nicht? Ja, für Lockduft. Taumeltanz ist auch viel cooler. Taumeldance. Boah, Zen-Kopfstoß. Oh, scheiße. Macht dann nix. Pferdekost stärker. What? Boah, ey, so übel. Frubi in M6 trainiert auch sau schnell, das Vieh. Oh nein, Mensch, da hat schon wieder das so ein Goofer an meinem Allerwertesten geschnappt. Bist du sicher, dass das ein Goofer war und nicht dein komischer Freund da? Mein Enteron und ich waren voll von all den Sit-Ups schon vor dem Kampf nicht außer Booste. Ich habe gar kein Enteron gesehen, was Sit-Ups macht. Ey, die lügen sich immer so was von selber in die Tasche, ey. Um besser dazustehen, das sind mir die Richtigen. Aber gut, Leute. Das war's wieder mit dem heutigen Part. Wir haben Route 15 fast komplett erkundet. Da ist er schon wieder auf der Karte, seht ihr richtig. Ein neues Pokémon-Center, geil. Wir werden beim nächsten Mal hinsurfen. Er fliegt nochmal zu dem anderen zurück, um die eine da zu besiegen, die erst mit uns catcht, wenn wir alle platt gemacht haben. Und ja, werden wir mal sehen, was noch auf uns zustößt. Bis dann. Ciao.